Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums am 4. Advent abends. Ich kann Sie beglückwünschen, den Weg hierher gefunden zu haben, trotz gerade erst beendetem WM-Finals und alledem, was heute wettermäßig so ist. Sie haben heute das Glück, einen der besten Filme des Jahres zu sehen, finde ich. Und das passt auch ganz wunderbar zu der Reihe, die wir hier haben. Die heißt nämlich Was tut sich im deutschen Film? Sie kennen das wahrscheinlich, dass wir einmal pro Monat ein herausragendes aktuelles Kinowerk Ihnen hier präsentieren, deutschsprachig, und dann eben auch den Macher oder die Macher zu uns einladen. Das ist auch heute der Fall, und an der Stelle bitte schon mal einen Applaus, denn auch Sie haben den Weg hierher gefunden. Hans-Christian Schmidt, Michael Gutmann, bleibt zunächst noch oben, aber euer Applaus schon mal. Schön, dass ihr da seid. Genau, und die Reihe ist in Kooperation mit EPD Film, das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Wir sitzen hier in Frankfurt, muss ich auch nicht dazu sagen. Rudolf Worschech, der Chefredakteur, ist heute hier, und Ulrich Sonnenschein wird nachher das Gespräch führen. Sie kennen ihn auch vom Hessischen Rundfunk, wo er der Filmexperte ist, Filmmoderator, Filmredakteur. So, aber jetzt bitte ich die beiden auf die Bühne, die den Weg hierher gefunden haben. 2009 war Hans-Christian Schmidt bereits einmal in dieser Reihe zu Gast, damals mit Sturm. Da war das Haus hier noch im Komplettumbau, und deswegen war er nicht hier, sondern an einem anderen Ort, jetzt endlich an der richtigen Stelle. Begrüßen Sie Hans-Christian Schmidt und den Autor Michael Gutmann. Herzlich willkommen. Ja, dein Mikro. Vielen Dank. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind dann wohl die Angehörigen. Ist der Film, über den wir heute sprechen werden, den wir sehen dürfen, ihr habt das Filmfest Hamburg damit eröffnet. Es gibt eigentlich keinen besseren Ort für diese Geschichte wahrscheinlich. Ja, das war ein sehr schöner Eröffnungsabend für uns da in Hamburg. Da war natürlich Publikum, das vieles, glaube ich, kannte oder sich zum Teil einfach noch erinnert hat. Das ist einfach ein sehr Hamburg-spezifischer Film, spezifischer Stoff. Oh, doch, ich bin nur, ich muss es näher an meinen Mund halten. So, jetzt wird es besser, ne? Ja, ihr beiden arbeitet schon sehr lange zusammen, muss man dazu sagen. Nach Fünf im Urwald war, glaube ich, das erste Mal, dass ihr was zusammen gemacht habt. Michael, ich kann dir ja noch ein Mikro anmachen, dann müsst ihr nicht weiterreichen. Nö, Bastian. Ja, jetzt, du bist jetzt nicht ohne Grund hier zusätzlich, nämlich du bist Frankfurter, ja, von klein auf hier geboren, hier aufgewachsen, hier studiert. Ja, stimmt ganz das? In der Nähe, in der Schifferstraße. Und ich habe ja auch immer noch Personen hier, mit denen ich sehr verbunden bin. Filmkomponist ist hier, Rainer Michel. Ach. Also aus anderen Projekten der Filmkomponist. Wer ist zum Beispiel in der ARD-Mediathek sehen möchte, ein sehr schöner Film, der ist Crazy, da hat Rainer mitgewirkt. Also ich habe mit Frankfurt viele Verbindungen, will ich damit sagen, persönliche Verbindungen, und freue mich, dass ich hier im Filmmuseum sein kann. Also dem kann ich mich nur anschließen. Wir werden nachher mit euch beiden ins Gespräch kommen zu diesem Film, auch sicherlich hören, wie ihr zusammenarbeitet, auch über so einen langen Zeitraum. Das ist ja was sehr, sehr Spannendes. Apropos langer Zeitraum. Wir haben ja immer einen Vorfilm bei dieser Reihe, und wir haben diesmal einen Film vom Regisseur des heutigen Tages höchst selbst aus dem Jahr 1991. Das lachende Gewitter, und zwar auf 16 mm analog. Was bedeutet dir dieser Film? Ach, der bedeutet mir schon wirklich viel, weil ich habe ja Dokumentarfilm studiert an der HFF in München, und wir hatten dann gegen Ende des Studiums die Gelegenheit, auch zu inszenieren. Und ich wollte einfach jede Chance nutzen, Equipment und ein bisschen Geld zu bekommen. Hatte aber eigentlich keine Spielfilmambitionen zu der Zeit. Ich hatte wirklich vor, Dokumentarfilm zu machen, auch nach dem Studium. Also musste ich mir einen Stoff suchen, der in die Richtung Dokumentation geht, aber auch das Inszenieren mit Laien oder Schauspielern beinhaltet. Und bin dann auf einen Herbert Achternbusch-Text gestoßen, der hieß, glaube ich, schon Das lachende Gewitter. Und eine Seite, völlig muss ich jetzt nicht weiter erzählen, aber also es war auf alle Fälle, es ist eine Mockumentary, so viel kann man schon mal verraten. Und
mein Hauptaugenmerk lag sicher nicht auf dem Inszenieren, sondern einfach klarzukommen mit dem Team und mit den Dreharbeiten, die natürlich anders sind als im Dokumentarfilm. Also das hat mich sicherlich in erster Linie da damals beschäftigt. Und während deines Studiums ist der entstanden. Während des Studiums ist der entstanden, ja, genau. Und eine kleine Geschichte dazu, dass wir angehalten wurden, glaube ich, von der Produktionsleiterin von EFI, doch die Rechte einzuholen bei Herbert Achterbusch, auch wenn es nur eine Seite ist. Dann habe ich ihm geschrieben und kam ganz lange keine Antwort. War dann schon kurz vor Drehbeginn. Bin dann nochmal hingefahren, habe seine Haushälterin getroffen, da in der Nähe von Beck am Rathauseck war, glaube ich, die Wohnung. Die hat gesagt, nur der Herbert, der ist in Indien, der liest jetzt keine Post. Und irgendwann, ich glaube, kurz nach Drehbeginn, kam dann eine Postkarte mit so 1,5, 2 Zeilen, ich glaube handschriftlich, Herr Schmidt, Sie können das verfilmen, unter der Bedingung, dass ich den Film nie angucken muss. fand ich fair. Wir machen das heute anders. Wir gucken den gemeinsam an, danken euch, dass ihr hierher gekommen seid. Schon mal großen Applaus. Hans-Christian Schmidt, Michael Gutmann und Film ab für das lachende Gewitter und dann, wir sind dann wohl die Angehörigen. Hans-Christian Schmidt und Michael Gutmann, wir sind dann wohl die Angehörigen. Euer Applaus. Den halten wir durch, bis die beiden vorne sind. Jawohl. Und wir begrüßen auch Ulrich Sonnenschein, der das Gespräch führen wird. Nimm du bitte Hans-Christian in der Mitte und Michael hier und auf der Seite Uli. Und ich kann schon mal sagen, die drei werden erstmal ein bisschen unter sich reden, wie sie es kennen. Und dann werden auch sie Gelegenheit haben, nachdem sie sich ein bisschen warm gegroovt haben, auch selber Fragen zu stellen. Dann komme ich mit dem Mikro. Aber jetzt hat Uli das Wort. Erstmal ein bisschen einrichten. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie da bleiben, dass Sie unserem Gespräch noch lauschen werden. Ich muss kurz den Flugmodus hier einschalten, damit ich das als Uhr benutzen kann und nicht als Telefon. So. Ja, tolle Geschichte. Wann habt ihr diese Geschichte zum ersten Mal wahrgenommen? Schon 1996, als es durch die Medien ging, oder erst 2018, als Johann Scherer das Buch geschrieben hat? Also ich habe das schon 96 wahrgenommen, aber auch nicht im Traum dran gedacht, dass diese Geschichte jemals zu verfilmen. Ich weiß, dass wir unterwegs waren mit einer Kinotour zu Nach 5 im Urwald, meinem ersten Film, der im Kino war. Und in der Zeit ist es passiert damals. Und bei dir? Ja, bestimmt sicher auch um die Zeit, aber bestimmt auch um die Zeit. Aber da wusste ich vieles nichts. Ich hab das nicht als die Geschichte wahrgenommen, wie wir das jetzt durch die Recherchen gesehen haben. Ich bin durch eine Anzeige vom Piper Verlag drauf gekommen und da ich in München wohne, der Piper Verlag in München ist, habe ich mir das dann sofort besorgt und gelesen und habe es einfach mal versucht. Ich habe es halt Hans-Christian mitgeteilt, ob es ihn interessiert. Dann hast du darauf reagiert, ne? Wann ist das Buch denn beworben worden oder veröffentlicht worden? Wann war das? Das war, glaube ich, März 2018. Ja. Und ich hatte es übersehen und fand aber auch, dass da für uns ein Stoff drinstecken könnte. Was hat euch oder erstmal dich als erstes dabei angesprochen? Also ich habe selber einen Sohn und das beschäftigt mich natürlich. Ich bin auch Sohn gewesen von einem Vater, zu dem ich so ein sehr entferntes Verhältnis nur hatte. Und im Zentrum hat mich sehr stark interessiert, dass ein 13-jähriger Junge
in so einem Ausnahmezustand ist, dass da die Mutter eine wesentliche Rolle spielt bei dem Ganzen. Das ist mir erst klar geworden durch die Recherchen mit Hans Christian. Aber dass jemand ein Buch schreibt, wo er versucht, als Erwachsener zu schildern, wie sich ein 13-Jähriger fühlt, das fand ich einen, würde ich mal sagen, einen interessanten Versuch. Also Sachen, die wir auch nicht machen konnten im Film, dass er gedacht hat, er ist so fern von der Erde in so einer Raumkapsel. Wir haben uns damit auseinandergesetzt beim Drehbuchschreiben, aber bis auf die schöne Szene aus Silent Running ist davon nichts übrig geblieben. Die mich aber sehr freut, dass ich mal bei einem Film mitgemacht habe mit diesem tollen Schauspieler. Sie wissen, wer das ist, ne? Wer weiß denn das, wer der Schauspieler ist? Das ist Bruce Dern, den finde ich ganz toll in Once Upon a Time in Hollywood und Silent Running und in vielen anderen Filmen. Ja. Es gibt ja eine Schilderung von der anderen Seite, die ihr sozusagen auslassen müsst, weil ihr eine ganz klare Perspektive habt, nämlich den Bericht von Jan-Philipp Rems mal selbst im Keller. Hattet ihr das im Kopf, als ihr euch auf die andere Seite begeben habt? Ja, es war von Anfang an unser Konzept, dass wir nicht zu dem Entführten springen wollten im Film und sind damit auch zu Johann gegangen, schon mit dieser Vorstellung. Und das war auch eigentlich während der ganzen Drehbucharbeit nie die Frage. Also die Frage war eher, wie viel sieht man von Jan-Philipp Rems mal, bevor er entführt wird und wo fängt denn eigentlich der Film an? Es war auch schwer, weil das musste man mit ihm abstimmen. Wir haben es natürlich versucht, mit dem Institut für Sozialforschung und der Wehrmachtsausstellung, weil die mir sehr wichtig ist, auch in meiner Biografie, die sollte ja in München gar nicht stattfinden und da gab es einen riesen Aufriss, weil man keinen Ort dafür gefunden hat angeblich. Und das wollte er nicht, das kann man schon sagen. Er sagt, das bin nicht ich, sondern das ist ein Institut mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ich will nicht in dem Film im Zusammenhang mit dem Institut für Sozialforschung vorkommen. Alles wieder raus aus dem Drehbuch. Jetzt kann man sich vorstellen, dass ein junger Autor oder mitteljunger Autor, der sein erstes Buch schreibt, sich sehr freut, wenn jemand das verfilmen will. Wie hat er den Prozess begleitet? Wie stark war er involviert? Wie viel habt ihr mit ihm noch innerhalb des Prozesses der Erstellung dieses Films besprochen? Es gab erstmal eine Menge Mitbewerber, ich glaube etwa ein Dutzend. Also das Buch war begehrt scheinbar, mir war das auch nicht so bewusst. Also wir kamen da so in letzter Minute mehr oder weniger zu einem Regie- und Autoren-Casting-Gespräch zu ihm nach Hamburg. Und humorlos. Das war sozusagen mein erstes Casting, wo ich auf der anderen Seite saß. Und wir haben da versucht, eine Stunde hatten die uns, glaube ich, so bevor dann so die Nächsten kommen. Und ihr habt dann ein Konzept gepitcht sozusagen. Ja, wir hatten da so ein paar Seiten notiert und haben nochmal erzählt, was wir wollen und wer wir sind. Die hatten auch nicht irgendwie groß, glaube ich, Arbeiten von uns gesehen. Die ganz eigene Welt, diese Musikproduzentenwelt, in der Johann ist und sein Agent war auch da, der Literaturagent. Nee, da ist, glaube ich, fast ein Dreivierteljahr lang nichts passiert. Wir wussten nicht, ob wir noch im Rennen sind oder ob die überhaupt an der Idee festhalten, dieses Buch zu verfilmen, weil das kann man sich ja auch fragen, warum denn jetzt nochmal ein Film? Es gibt doch schon das Buch. Und irgendwann habe ich nachgehakt und dann hieß es, nee, jetzt kommt bald eine Entscheidung. Und dann an einem Punkt, wo ich glaube ich schon, oder wo wir beide schon überlegt hatten, ach ja, wenn das jetzt nichts wird, okay, man macht dann was anderes, man stellt sich gedanklich irgendwie auf was anderes ein, kam eine Zusage, ja, ihr könnt es gerne machen, wenn ihr wollt. Es wäre natürlich interessant zu wissen, wer da rausgeflogen ist, aber die Indiskretion will ich euch nicht abfangen. Nee, es gibt ja große Hamburger Firmen mit einer Tradition und dann gibt es natürlich auch Firmen in Deutschland, die alles, was sozusagen vielversprechend ist, erstmal verhaften, ne? Und wir haben uns das nicht konkret überlegt, wir haben das nicht recherchiert, aber ich glaube schon, mich zu erinnern, dass wir gesagt haben, das machen wir auf gar keinen Fall. So werden wir mit ihm nicht reden. Ne? Wir werden nicht sagen, im Keller,
Wir sind dann wohl die Angehörigen, das wird jetzt verschmolzen und das wird ein Knüller. Also so, wir haben weder so eine Sprache benutzt noch so eine Idee, weil mal ganz abgesehen von Jan-Philipp Remsmann im Keller würde das, glaube ich, keinem Autoren gefallen, wenn man sagt, ganz nett, aber wir haben da noch ein Buch, das nehmen wir mit rein. Ne? Also das wussten wir, dass das nicht geht. Und dann haben wir versucht, aber das ist ja eine negative Aussage, wir haben versucht, positive Aussagen zu treffen. Ne? Also wir haben versucht, Sachen zu sagen, die nach vorne gehen und nicht etwas verweigern. Ne? Und im Nachhinein jetzt im Zusammenhang mit den Kinoterminen, die wir hatten, von denen er auch zwei oder drei begleitet hat, hat er gesagt, er hätte sich sehr früh für uns entschieden, weil wir von Anfang an gesagt haben, entschuldige bitte, wenn wir jetzt über dein Leben so sprechen, als wäre das einfach nur Stoff für einen Film. Und ich glaube, die Vorstellung, dass wir uns bewusst sind, dass da das Leben von Menschen dahinter steckt und von den Leuten, die da im Haus waren, und nicht einfach so damit umgehen, als könnte man es in jede Richtung formen, das war vielleicht genau der richtige Einstieg in dem Moment. Ihr habt relativ viele Filme schon miteinander gemacht, auch lange Jahre zwischendrin keinen mehr. Aber ihr habt ja tatsächlich mal eine Lebensgeschichte eines Menschen, der noch lebte und auch heute noch lebt, verfilmt, nämlich Crazy von Benjamin Lebert. Wenn man sowas macht, denkt man dann die ganze Zeit, während man schreibt, während man dreht, was wird derjenige wohl dazu sagen? Ja, das ist ein Gedanke, der im Kopf ist und der einen aber natürlich nicht lähmen darf, sonst müsste man die Unternehmung gar nicht erst beginnen. Und in den Fällen jetzt Crazy und hier bei dem Stoff war es dann so, dass die Betreffenden das gut fanden und gelungen fanden. Und gleichzeitig uns aber auch, hatte ich das Gefühl, sehr viele Freiheiten zugestanden haben. Ne? Bei Johann und seiner Mutter war es geradezu so, dass die gesagt haben, sie wollen ja unseren Blick von außen. Wir sind die Ersten, die diese Familiengeschehnisse von außen interpretieren. Und denen ging es nie darum, dass wir nah am Buch bleiben sollten. Das leicht gesagt. Also das können Sie sich, glaube ich, vorstellen, dass das ein schmaler Grat ist, wenn man sagt, okay, wir haben Freiheiten, die man braucht, um einen 115-Minuten-Film zu machen, der angeblich 33 Tage erzählt. Du hast das ja immer bezweifelt beim Drehbuchschreiben, dass wir diese 33 Tage tatsächlich abbilden können. Aber man ist da schnell draußen, wenn man eine Person nicht begreift. Wir haben Glück gehabt, glaube ich, dass wir eine gute Wellenlänge hatten zu Johann Scherer und zu Ann-Kathrin Scherer. Und mit Glück meine ich auch, dass in dem Film Sachen drin, die dramatisiert sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und möchtest du das erzählen? Du bist noch näher dran. Ich meine natürlich für uns, für mich sehr wichtig, dieses Polizeipräsidium in Hamburg, weil das für mich sinnbildlich ist, für eine aussichtslose Situation, dass man sie abwimmelt und nicht zu Wort kommen lässt und wie sie gegen die Scheibe rennt. Dass wir die Idee hatten zu dieser Szene und Ann-Kathrin Scherer irgendwann das Drehbuch las, weiß nicht wie vielte Fassung, zweite oder dritte, und ich dachte, sie würde das bestimmt sofort kritisieren. Und sie sagte, ja, das wisst ihr ja, das stimmt so nicht. Ich war zwar im Polizeipräsidium, bin aber dann nie gegen eine Scheibe geknallt, aber es fühlt sich für mich genau richtig an. Und das könnt ihr gern so lassen. Und da wusste ich schon, dass wir relativ weit sind und dass sie versteht, dass wir im Film bestimmte Dinge veräußerlichen müssen, dass wir eine Phase von vielleicht zwei Wochen, in denen es ihr mehr oder weniger gleichbleibend schlecht ging, nicht als solches im Film darstellen können. Und wir hatten eigentlich mehr Kontakt zu ihr während der Stoffentwicklung. Johann hatte bis zur zweiten Treatment-Fassung ein Vetorecht. Und nachdem er das nicht genutzt hatte, hat er, glaube ich, nicht mehr groß auf die Bücher reagiert und uns machen lassen.
Ich habe mal ein längeres Gespräch mit ihm geführt und da war ihm auch relativ klar, dass der Grad der Fiktionalisierung nichts mit der Wahrheit macht, also die Wahrheit nicht beeinträchtigt. Er schreibt sein Buch ja aus der Perspektive eines 13-Jährigen, allerdings knapp 20 Jahre später. Das heißt, die notwendige Fiktionalisierung von Erinnerung hat stattgefunden und ist ihm auch ganz bewusst. Das gibt euch natürlich auch Freiheit zur Fiktionalisierung. Ja, das ist so eine mehrfache Brechung. Ich habe neulich gelesen, ich habe leider den Autor vergessen, es hatte was mit Elfriede Jelinek zu tun und dass jetzt in Berlin ein Theaterstück von ihr veröffentlicht wird mit so einer Biografie, dass je länger die Dinge zurückliegen, das immer mehr zu einem Narrativ wird und sich verändert. Also auf mich trifft es zu, ich neige dazu, Dinge, die länger zurücklegen, immer mehr so zu erzählen, dass es eine gute Szene ist, ja, klar, und nicht langweilig für die Zuhörer. Ja, kann schon sein nach 20 Jahren, aber das erlebt, der hat ja Kinder, der Johann Scherer, und der erlebt ja das Gefühl, nicht so frei fliegen zu können wie ein Vogel jetzt nochmal mit seinen halbwüchsigen Kindern. Das ist, glaube ich, in dem Buch zentral, dass ihm da zum ersten Mal bewusst geworden ist, dass er, ja, wie eingesperrt ist in einem Raumschiff und manchmal sich selber beobachtet, manchmal sich beobachtet fühlt, absurderweise nicht erfunden ist, dass er in der Entführungszeit dann zur Schule gegangen ist, weil er es nicht mehr ausgehalten hat zu Hause und dass das auch nicht gut geklappt hat, kann man sich ja vorstellen. Aber so ein 13-Jähriger, der will das dann wissen, ne? Also der will das mal probieren und hat sich wieder fremd gefühlt. Das ist übrigens etwas, was mir persönlich an dem Film sehr gut gefällt, wie die Jungs, also sein Kumpel und er miteinander umgehen, so völlig spröde manchmal. Die Szene könnte ich mir immer angucken. Also oder die Szenen. Ja, weil das ist so, die haben noch nicht die sprachlichen Mittel, die Erwachsenen haben. Ihr habt ja, wie gesagt, schon einige Filme zusammengeschrieben, einige Drehbücher zusammengeschrieben. Wie hat man sich das vorzustellen? Setzt ihr euch tatsächlich zusammen hin und entwickelt Dialoge, entwickelt Szenen? Einer schreibt, einer denkt laut, oder schreibt ihr und schickt euch die Sachen gegenseitig zu und dann beim 7. Treatment kommt man dann mal zusammen? Wie ist das? Wir haben uns einen Luxus gegönnt und uns sehr viel Zeit gelassen für diese Stoffentwicklung, weil wir den Ehrgeiz hatten, dass das Buch dem Buch von Johann gerecht wird, den Menschen, die vorkommen in der Geschichte, und dass ein spannender Kinofilm entsteht. Und es pendelte so hin und her zwischen München, wo Michael wohnt, und Berlin, wo ich wohne. Wir haben viel gesprochen, auch über Dinge, die Geschichte nur so am Rande streifen, und irgendwann konkretisierte sich das und dann gab es erste Skizzen und Aufgaben wurden verteilt und dann schreiben wir schon getrennt voneinander und nicht zusammen in einem Raum und schicken uns das hin und her und so wächst es dann oder verdichtet sich, und was für unsere Arbeit normal ist, dass man 3-4 Treatment-Fassungen hat und 3-4 Buchfassungen, also über den Zeitraum von einem oder eineinhalb Jahren entsteht es dann. Es ist klar, dass Film ein kollektives Produkt ist, aber einer ist der Chef, ist meistens der Regisseur. Ist das beim Schreiben auch so? Das habe ich immer gesagt. Du musst die Entscheidung treffen. Und du hast gesagt, nein, wir sind gleichberechtigt. Das hat sich mehrfach so wiederholt, ne? Also dieser Moment, ja, das musst du entscheiden. Aber das hast du nicht so gesehen, ne? Du fandst es auf Augenhöhe, ne? Ist schwierig, weil klar denke ich bin ja der, das dann inszeniert, und deswegen muss es schon für mich stimmen. Aber wenn dann die gemeinsame Linie nicht mehr da ist und man so das Gespür auf einmal nicht mehr hat für bestimmte Momente, dann weiß ich auch oft nicht, was das Beste ist. Also dann muss man sich eben wieder zusammensetzen oder sich dann nochmal mehr Zeit nehmen. Aber ich sehe es beim Schreiben schon als eine Partnerschaft, und da kann ich nicht mit dem Totschlagargument kommen, es geht nur so, wie ich es möchte.
Also es geht, wir reden da bestimmt nicht über so große Sachen, sondern über Tonalität. Es gibt ja eine Figur, die so ein bisschen auch die Aufmerksamkeit auf sich zieht, der Johann Schwenn. Ich glaube, der kann damit auch gut leben, dass er so dargestellt wird, der Anwalt. Gibt ja YouTube-Videos von ihm, kann man sich angucken. Der ist schon sehr, sehr dominant und lässt keine Pointe links liegen, wenn er sie machen kann. Aber die Frage ist, wie passt das dann so im Gesamtklang zusammen, ne? Wenn was witzig ist in einem Film, der sonst nicht so viel Humor hat. Das sind glaube ich, so Fragen. Und dann ist typisch Drehbuch, bleibt das drin oder kommt das raus? Das ist so viel, ne? Also so ein Drehbuch ist ja erstmal viel länger. Und so wie im Schneideraum, da ist es ja auch so, bleibt die Szene drin oder kommt sie raus? Und da muss man so gemeinsame Kriterien haben, warum, sonst ist man verloren. Ne? Also ist es, damit die Geschichte mehr Zug hat oder weil man vielleicht den Fokus auf Johann zu sehr verliert, wenn es jetzt dauernd um andere Leute geht. Oder muss man aufpassen, dass man die emotionale Handlung von Ann-Kathrin Scherer gut im Auge behält, vor allen Dingen in der Phase, wo sie so passiv erscheint nach dem Hotel Atlantik. Ne? Und dann macht sie ja nicht mehr viel, das war auch in Wirklichkeit so. Und wie viele Szenen sind denn da jetzt noch möglich in der Zeit, wo sie tatsächlich nur noch im Bett liegt? Was von uns auch eine Veräußerlichung ist, die hat in der Zeit nicht mehr viel Einflussmöglichkeiten gehabt. Und was will man da im Film machen? Na klar, hat sie viel im Bett gelegen, sie hat auch viel mehr Medikamente genommen, als der Film zeigen kann, ne? Um den Schmerz zu betäuben. Was mich erstaunt hat, ist die Kameraarbeit, die Bildlichkeit dieses Films. Kamera war bei dir immer unglaublich wichtig. Man kann sogar sehen, dass sich nach den ersten Filmen, Crazy, nach 5 im Urwald, 23, mit Lichter plötzlich eine andere Bildlichkeit einstellt. Und da gibt es einen neuen Kameramann, Bogumil Gottfrejow, der dann irgendwann verschwindet, spätestens nach dem Dokumentarfilm Die wunderbare Welt der Waschkraft. Und trotzdem sehen die Bilder von Julian Kubasik sehr ähnlich aus wie die von Bogomil. Das heißt, am Ende ist es doch der Regisseur, der die Bildlichkeit bestimmt, nicht der Kameramann. Gemeinsam würde ich sagen, das kann ich nicht so nur für mich in Anspruch nehmen. Ich glaube, es ist auch sehr der jeweilige Stoff, der die Bildlichkeit bestimmt, weil man geht ja immer von dem Material aus, das man hat und das man erzählen möchte. Und natürlich sieht ein Film mit Bogumil gemacht, wie Was bleibt, der in einem gar nicht so unähnlichen Ambiente spielt wie dieser Film, vielleicht jetzt dem Film, den ich mit Julian gemacht habe, ähnlicher als der erste Film mit Bogumil an der deutsch-polnischen Grenze, wo wir immer mit einer Handkamera unterwegs waren und den Figuren hinterher hechelten. Also das ist so eine Mischung aus, wie ich mir vorstelle, dass man erzählt, aber wie auch wir uns im Drehbuch schon vorstellen, dass man eine Geschichte erzählt. Also da ist nicht so viel an Action und es gibt nur zwei ganz knappe Ausflüge zu Lösegeldübergaben. Da kann der Kameramann nicht einfach von sich aus ankommen und sagen, das lösen wir jetzt so und so auf und das wird eine riesen Action-Szene. Da würde ich natürlich sagen, nee. Aber so war Julian auch ja ohnehin nicht. Bei mir ist es meistens so eine Mischung aus Leuten im Team, die ich schon sehr lange kenne, mit denen ich sehr lange arbeite und oft aber auch neuen Leuten. Und mit Bogumil, das ging, hatte ich das Gefühl, irgendwann zu Ende, noch vor das Verschwinden. Und Julian war zum ersten Mal jetzt tatsächlich mit dabei und hat Kamera gemacht. Und mein Gefühl ist, dass es dem, was wir da erzählen, sehr entspricht und entgegenkommt. Es ist auch eine Kamera, die sich gar nicht aufdrängt und sozusagen damit, glaube ich, ganz gut umgeht, dass man zu 3/4 der Zeit in einem stinknormalen Zimmer sitzt, an einem Esstisch mit den meisten Beteiligten. Also was kann man da machen? Was ist sofort wie so ein Fremdkörper, wenn die Kamera zu viel Bewegungen unternimmt? Wie kann das Licht aussehen? Das sind die Dinge, die wir besprochen haben. Und die hätte ich vermutlich mit Bogumil ähnlich besprochen. Ja. Du sagst, du arbeitest gerne mit denselben Leuten zusammen. Eine weitere große Konstante ist die Band No Twist, mit der du, ich weiß nicht, 6 Filme gemacht hast.
Und das Tolle an der Entwicklung, die ich da beobachte, ist, dass man von Film zu Film immer weniger wahrnimmt, dass sie eigentlich Musik machen. Und es ist wirklich eine große Kunst, sich nicht so in den Vordergrund zu spielen. Wie arbeitet ihr zusammen? Das ist eine chaotische Zusammenarbeit und die ist auch echt anstrengend. Also das geht größtenteils zulasten von Hans-Jörg Weisbrich, dem Editor, der sehr spät oft Material bekommt und der aber eigentlich nicht schneiden kann oder bestimmte Passagen nicht schneiden kann, ohne die Musik zu haben. Das heißt, wir arbeiten dann mit Layout-Musiken, was für die Musiker doof ist, weil dann sagt man immer, ja, könnte das nicht klingen wie. Aber die sind sehr auf ihrem eigenen Planeten und es ist nicht der Planet von Filmmusikern, sondern die Touren. Die sind manchmal so ansprechbar, manchmal weniger. Die schicken Stücke und sagen, wir wissen gar nicht genau, für welche Stelle im Film, probier doch mal aus. Also ganz untypisch. Aber sie haben einfach ihre Qualität und ihre Klangwelt. Und die gefällt mir einfach sehr gut. Und klar, am Ende kommt es immer gut zusammen. Und dann ganz am Ende, und aber auch mit einigem Stress, das kann man jetzt einfach gar nicht leugnen, passt dann schon immer etwas von all den Stücken, die sie über Monate hinweg dann doch immer wieder schicken und wir basteln uns das so zusammen im Schneideraum. Aber es ist tatsächlich sehr zeitintensiv. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass es so eine Durchlässigkeit hat oder Transparenz. Unbedingt, ja. Und nicht, das will ich aber nicht verteufeln, das will ich jetzt nicht als was Negatives darstellen, wie True-Crime-Musik oder Krimi-Musik. Hans Christian macht halt auch keine Thriller, also das ist dann so ein bisschen schwierig. Bei einem Kinofilm ist die Mischung länger, das darf man ja sagen, ne? Also so ein Fernsehfilm, den Sie sehen, da haben die Sender, ich hoffe, ich verletze jetzt niemanden von dem Sender, so wenig Geld, dass die Mischung 2-3 Tage dauert, vielleicht 4. Man sagt, okay, das sind 90 Minuten, der soll auch oft wiederholt werden. Das war also die Mischung. Bei einem Kinofilm kann das 6 Wochen dauern. Und das ist natürlich dann für Filmkomponisten toll, weil die viel mehr in diesen Prozess mit dem Sounddesign und so rein können. Da sind einfach viel mehr Zeitzonen, wo die Musik nochmal zulegen kann. Ne? Wer von Ihnen interessiert sich für Filmmusik? Also das ist ja in USA auch so, dass die Filmmusik sehr spät kommt. Nur, dass das super Profi-Filmmusikerinnen sind mit Unterkomponisten und dann wird da mit einem riesen Alarm eine riesen Auswahl hingeschickt. Also Hans Zimmer, ne? Das ist ja nicht so, hier schicke ich dir meine Stelle, passt die. Aber sie kommt sehr spät. Da gibt es viele Geschichten drüber, ne? Wie spät die kommt, selbst bei so großen Scores. Ne? Also das... Ich fand sie diesmal sehr inspiriert, finde ich. Also, zumindest, ich kann ja nicht gut über Musik reden, mir fehlt da das Vokabular, ähnlich wie Leute über Rotwein sprechen können mit 40, 50 Adjektiven und da habe ich 4 oder 5 oder 6 und die reden aber auch nicht so. Die sind mehr so, die hören sich das da so an, was ich versuche zu erklären und dann hört man da weiter nichts und dann kommt was und weil wir vermutlich ähnlichen Geschmack haben, geht es dann gut, ohne dass sich so und doch schon einige Zeit und schon einige Zeit zusammenarbeiten, ja, klar. Wenn man sich so das Gesamtwerk von Hans Christian Schmidt anguckt und deine Filme sieht, dann hat man das Gefühl oder ich habe das Gefühl, dass es immer auch um Systeme geht, um Systeme und Regelwerke, also das System Familie, das System Religion, das System Verschwörungstheorie oder IT, am Ende das System Staat und Gesetz im Sturm und auch hier. Weil hier zum Beispiel war für mich die große Erkenntnis, dass es einem Polizeiapparat primär um ein Verbrechen geht, was aufgeklärt werden muss und nur sekundär um die Befreiung der betroffenen Person. Und also das sind alles systemische Fragen. Und ich habe so gedacht, vielleicht verrenne ich mich, wenn ich das so formuliere, aber vielleicht ist es tatsächlich etwas, was dich interessiert, systemische Untersuchungen. Scheint so zu sein. Ich gehe da nicht so ran an meine Stoffe. Die kommen oft eher
wie zufällig um die Ecke oder es hat auch mit Intuition vielleicht was zu tun. Aber klar, also mich hat sicherlich das Aufwachsen in einem religiösen Wallfahrtsort geprägt, also von daher sozusagen Religion als System in meinen Filmen ein paar Mal aufgetaucht. Familie ist ohnehin, also für uns beide, aber auch für Bernd Lange, mit dem ich eine Zeit geschrieben habe, das vielleicht wichtigste Bezugssystem. Und was war das dritte? Ja, so mit dem Staat, mit Internat. Internat. Ich war nie auf dem Internat. Aber also so aus dem Dokumentarfilm, ich habe Dokumentarfilm studiert, und da interessiert es mich dann einfach viel zu sehr, ist, dass ich das ausblenden könnte, wenn wir bei der Recherche erfahren, wie die Polizei sich in dem Fall von Johann oder Johanns Vater tatsächlich verhalten hat. In Johanns Buch kommt es kaum vor, die Polizeiebene, weil es noch stärker aus seiner Sicht erzählt. Er konnte ja vieles gar nicht mitbekommen. Und wir haben aber nach und nach festgestellt, dass die Polizei eben diesen anderen Plan verfolgt. Und der Plan bedeutet, was ja auch deren Auftrag ist, wir müssen irgendwie an die Verbrecher rankommen. Und das passiert bei der Übergabe. Und eine Gefährdung des Entführungsopfers ist nicht ausgeschlossen. Die, glaube ich, hätten das so nicht beschrieben. Die hätten gesagt, wir sind so gut, wir sind so versteckt. Das ist kein Risiko für den Entführten, war aber, glaube ich, wirklich nicht der Fall. Und zwei Übergaben, wie Sie ja gesehen haben, konnten nicht stattfinden. Also da bin ich dann schon hinterher, dass das auch Teil des Films wird. Der Satz, der dazu fällt, ist von dem privaten Ermittler: Ich habe den Vorteil, dass ich die Verbrecher nicht fangen muss. Ja, das muss man schon zugeben. Das ist dann auf einmal so ganz einfach. Ja, wir haben, so wie wir, glaube ich, oft geredet haben, ist, dass ich von meiner Arbeit in einer Behörde erzählt habe. Du arbeitest ja nicht in der Behörde. Und dann habe ich gesagt, eine Behörde ist halt ein Apparat. Ne? Also in Hamburg ein Schiff, das hat einen Bremsweg und die können nicht einfach agieren wie solche Espo-Leute, die völlig unkonventionell sind. Pfarrer Arndt habe ich getroffen, das ist eine Person, die mich sehr beeindruckt hat. Michael Herrmann habe ich getroffen, beides inzwischen ältere Herren und so bescheiden wie die. Das ist der Mann, der da in der Schule auftaucht und den Johann rausholt. Ja, das wollte ich nur sagen, dass das toll ist, durch Recherche so Persönlichkeiten kennenzulernen, die keinen Glamour haben und die nie eine Schlagzeile gekriegt haben, aber die so wichtig sind. Also Stefan Arndt natürlich wegen seines Mutes, dass er das einfach macht, ohne einen Schimmer zu haben, zusammen mit dem Professor Clausen. Und Michael Herrmann, weil er damals in der GAL war in Hamburg. Und die haben sich, die haben so einen Gegenwind gehabt von den konservativen Parteien, auch von der SPD. Also das war ein hartes Leben. Da ging es ja nicht nur um Hafenstraße, da ging es auch darum, wie man die Gewalt von Teenager aus St. Georg rauskriegt, also die Prostitution, wie man denen hilft und so. Also das ist ein toller Typ. Und das wollte ich auch noch sagen, dass ich immer den Eindruck hatte, dass in dem sehr interessanten Hamburger Polizeimuseum, wo vieles zu sehen ist, an demselben Ort werden auch Polizisten ausgebildet. Es ist ein großes Gelände, was ich finde, so ähnlich aussieht wie am Anfang von Schweigen der Lämmer, wenn man so Polizeitraining sieht. In diesem Polizeimuseum, das so schön gemacht ist, da fehlt einfach der Brief von Jan-Philipp Remsma an seine Frau, wo er ihr sagt, sie soll das sofort beenden. Und das finde ich so unglaublich, weil es eine komplette Überforderung ist von einer Frau, die doch mit solchen Apparaten und Behörden gar nichts zu tun hat. Also das fand ich schon krass. Und in Wahrheit, im wirklichen Leben, ist sie mit diesem Brief zusammengefaltet, tagelang rumgelaufen. Die hat den immer am Körper gehabt und sie wusste nicht, was sie machen sollte. Also diese Phase ist im wahren Leben viel länger gewesen. Ne? Das kann man, glaube ich, sagen. Glaube ich, die Zeit der Entführung, die am meisten untererzählt ist, weil bis es dann soweit war, dass der,
der Pfarrer und der Professor Clausen losfahren konnten, mussten noch eine ganze Reihe Gespräche geführt werden mit einem, also mit dem Hamburger Bürgermeister, mit dem Innensenator, dass der quasi die, die Polizei von ihrer Aufgabe entbinden durfte. Es musste das Geld. Ohne Polizei geht nur mit der Polizei. Genau, also das ist. Ihr Gesicht nicht verlieren. Man konnte letztlich so spät im Film nicht noch so viele neue Figuren einführen. Das ist sehr stark zusammengefasst. Apropos Figuren, wie wichtig war dir das, dass man gewisse Figuren als qua Schauspieler wiedererkennt? Also Benjamin Fabian Hinrichs, Justus von Donani war klar, das sind Gesichter, die kennt man. Dann bei Hans Löw, die Toni Erdmann-Liebhaber werden sich vielleicht erinnern. Aber schon bei Adina Vetter, da muss man wirklich bei Braunschlag intensiv zugeguckt haben. Oder auch bei Claude Heinrich weiß man nicht sofort, dass das auch mal der junge Udo Lindenberg war. Also wie wichtig war die Wiedererkennbarkeit? Gar nicht. Also ich besetze immer so, dass ich überlege, wer passt am besten. Und mich stört es dann fast eher, dass Fabian Hinrichs ein ARD-Tatortkommissar ist, weil ich nicht möchte, dass die Leute im Kino denken, das ist doch der Tatortkommissar, und in dem Moment einfach rausgerissen sind aus dem Empfinden. Das ist eine einzige Rolle, ist ein bisschen auf Ähnlichkeit besetzt, die von Jan-Philipp Remzma. Ansonsten habe ich einfach, weil man den am ehesten kennt, ansonsten habe ich einfach immer nur geguckt, wer passt am besten. Und dass da die Wahl auf Fabian fiel, hat damit zu tun, dass ich ihn einen ganz tollen Schauspieler finde, dass ich den Eindruck hatte, in den kurzen Szenen, die diese Rolle nur hat im Film, muss auf alle Fälle etwas passieren. Und er dann auch noch erzählt hat, sein Vater war in Hamburg Ermittler bei der Polizei. Also es hat ihn sofort auch interessiert, das spielen zu können. Kommt noch was dazu, Hans-Christian. Der wirkliche Osthoff, das war halt leider nicht so ein Lino Ventura-Typ, so ein Bulle, wo man sagt, klasse Gesicht. Das war ein ganz moderner Typus von Polizist mit Studium und sozusagen Opernabonnement. Und der unvergessliche Satz von Adina Vetter war, als wir gefragt haben, können Sie uns den beschreiben? Er war ein Feingeist. Und das meint sie natürlich auch von Ann-Kathrin Scherer. Ann-Kathrin Scherer. Also das meint sie auch ironisch, also sozusagen nicht nur positiv, aber der war nicht dieser Schimanski, ne, der in der Zeit ja eine wahnsinnig populäre Figur war, der Lederjackenbulle. Ne? Die haben wir uns alle nochmal, also vor allen Dingen, ich habe mir die alle mal angeguckt, die Tatortkommissare, und vor allen Dingen 96. Da begann es so mit einer Frau. Sie wissen alle, wer es ist. Eine einzige Frau. Südwestfunk, Ulrike Volkerts. Ansonsten eine irre Riege von Männern mit Frauen so als Nebenfiguren oder Opfer. Es war so damals. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Grund für die Harald-Schmidt-Szene. Die kann man sich auch noch fragen, warum sind die da drin? Es ist, ein Mann guckt eine Frau an und fragt, ob sie die Haare gefärbt hat. Ne? Das war halt so. Gut, dann will ich mal den Urs rumschicken mit dem Mikrofon und Ihre Fragen einholen. Gucken, was Sie noch zu fragen haben. Geben Sie mir einfach ein Zeichen. Dann eile ich. Wenn das jetzt abschreckend sein mag. Sie können auch sagen, wie es Ihnen gefallen hat. Auch das ist ja immer noch spannend. Eine Frage, die mir schon lange auf dem Herzen liegt. Erstmal vielen Dank, dass grüne Soße endlich mal in einem Spielfilm vorkam, auch wenn sie zum Frühstück verzehrt wird, was sehr ungewöhnlich ist. Ich habe eine kurze Frage zu Lichter. Stimmt es, dass der Matratzenhändler eigentlich das Ergebnis eines von Tortilla Curtain, der des Nichtbekommens der Rechte von T.C. Boyle von dem Buch ist? Ich weiß nicht, woher ich das habe. Also, wir haben uns mal um Tortilla Curtain bemüht. Das stimmt. Aber dass der Matratzenhändler daherkommt, glaube ich nicht.
Weil wo ist der Bezug zu der Geschichte? Ein Buch, in dem es die ganze Zeit nur abwärts geht. Und das ist ja der Matratzenhändler in Lichter geworden. Ein Totalabsturz. Okay. Ich weiß es, Hans-Christian. Das ist Bad Lieutenant mit Harvey Keitel, die erste Verfilmung. Dass es immer weiter abwärts geht für die Figur, da gibt es noch viel, viel mehr. Wie heißt der mit Michael Douglas? Falling Down, da ist es sogar im Titel. Und es gibt auch deutsche Filme natürlich, nämlich einer meiner Lieblingsfilme, Der letzte Mann mit Emil Jannings. Mhm. Da geht es immer weiter, aber es ist ein Meisterwerk. Also das ist auch übrigens der erste Oscar. Das ist auch in der deutschen Erzählweise möglich. Matratzen, das weiß ich auch noch, wen es interessiert. Ich wollte erst was anderes und so ein Matratzen hat dann Christian gesagt, nee, die sind so schön handlich und die kann man stapeln da, und das ist so ein bisschen, ja, da verbindet man nichts Besonderes damit. Es gab damals auch sehr viele Matratzen in Geschäften in allen Städten mit so hellen Neonlampen und man wollte natürlich eine Figur, die nicht aus Frankfurt ist, ne? Das ist auch ein Grund gewesen, einer, der sagt, um hier weiterzuarbeiten, brauche ich jetzt eine Buschzulage. Also wie diese Leute nach der Wende, die da Fotokopierer und Gebrauchtwagen hingebracht haben. Aber ich glaube, Tortilla Curtain war also damit verbunden, die Vorstellung, was zu erzählen über eine Flüchtlingsbewegung, über Migration, und da war, glaube ich, eher der Zusammenhang für mich, dass es damals einen Zeitungsartikel gab in der SZ über diese Flüchtlinge aus der Ukraine, glaube ich, die eben jenseits der Oder abgesetzt wurden. Und das, glaube ich, ist für mich am ehesten die Verbindung, deswegen muss ich jetzt überlegen, wo das herkam. Zweite Frage. Und das war ein Spiegel-TV-Film über die deutsche Grenze. Immer ein starkes Interesse aus Polen, übrigens wegen Kieslowski. Also das muss man sagen, für unsere Art, wenn Hans-Christian und wir zusammenschreiben, spielt eigentlich immer eine Rolle, dass wir uns beide eine bestimmte Zeit lang sehr stark mit dem Dekalog beschäftigt haben und auch mit anderen Filmen von Kieslowski und der Frage zum Beispiel, wie kann man gerecht sein oder gibt es eine Gerechtigkeit oder warum haben Leute sagen, das System muss immer gewinnen, ne? Egal wie du als Einzelmensch darunter leidest unter dem System. Ne? Hier ist die nächste Frage. Ja, ich hätte eine Frage zu dem Film. Und zwar erstmal danke für diese 114 spannenden Minuten, die ganz ohne extravagante Action trotzdem eine enorme Spannungskurve halten. Und wie Sie sagen, dass das notwendig war für Sie, diese besondere Perspektive des Jungen darzustellen. Das wird mir jetzt durch die Diskussion nochmal stärker bewusst, war mir während des Films nicht so ganz klar, weil meine Aufmerksamkeit als erster Zuschauer mal stark auf dem Polizeiversagen fokussiert war, was ja aus vielen anderen aktuellen Debatten um Polizei, Polizeigewalt auch ein großes Thema ist. Und eine Frage, die sich jetzt zum Drehbuch und zu einem bestimmten sozialen Aspekt wendet, ist die Tatsache, es geht ja um 20 Millionen, es geht um die Familie Reemtsma. Es wird überhaupt nie über diesen Skandal gesprochen, diese Betroffenheit der Familie, wo kommt das Geld her, warum wurde der entführt, dieser wahnsinnige Reichtum, diese Bescheidenheit, all diese Fragen, die eigentlich hinter dem Medienskandal stehen, sind gar nicht Gegenstand des Films, sondern ich fühle mich ein bisschen zu stark in einem Polizeiruf 110 gefangen irgendwie, ohne dessen Action, und das hat mich jetzt gewundert, und da können Sie sicherlich was zu sagen. Also was ich sagen kann, ist, dass wir versucht haben, jede Ermittlertätigkeit auszuschließen. Also eigentlich wollten wir, dass sie sich nicht gefangen fühlen in dem Polizeiruf, wo als erstes ein Polizeiermittler kommt und sagt, wer ist denn der Entführte und wer sind denn möglicherweise die Feinde von links oder von rechts, wer kommt denn in Frage aus ihrem Bekannten- oder Freundeskreis. Also da ahnt man, glaube ich, dass um die Situation im Haus mit den Betreuern der Polizei auch Ermittlungen stattfinden, aber wir sehen die nie. Und das war einfach irgendwann eine ganz bewusste Entscheidung, diesen Hintergrund von Jan-Philipp Reemtsma gar nicht mitzuerzählen. Ich weiß nicht, ob es mehreren von Ihnen so ging, dass Ihnen das fehlte, dieses
Hintergrundwissen. Wo kommt das Geld her? Warum wurde er entführt und nicht jemand anders entführt? Aber wir hatten das Gefühl, das kann der Film nicht gut leisten, weil er eigentlich auch erst so richtig mit der Entführung anfängt. Und Jan-Philipp Remsma hat ja nur eine ganz kurze oder eine längere Szene am Anfang. Und ansonsten hätte man das alles über Dialog und eben die typischen Ermittlerfragen einführen müssen. Das ist im Buch ja auch nicht. Naja, das ist da gibt es mehrere Antworten. Das fühlt sich für Sie vielleicht merkwürdig an, aber mit dem für den Johann begann sein verändertes Leben und dieses Aufwachen tatsächlich an dem Morgen, als er zur Lateinarbeit sollte und seine Mutter hat ihn geweckt. Vorher hat er das nie gefragt, was Sie da fragen, ne? Was für ein Leben ist das eigentlich und zu welcher Gesellschaftsschicht gehört er in Hamburg? Der hat in einer Bubble gelebt. Übrigens gedreht in der Schule, wo er auch war, und das ist dann halt an der Nähe von Blankenese. Und der hat, ja, der wusste auch gar nicht, wie viel Geld sie haben. Und das war ein offenes Haus, ja. Wahrscheinlich war er auch nicht mit Leuten zusammen, wo er es dann gemerkt hätte, dass er ein sehr ungewöhnliches Leben hat. Das ging so weit, dass für ihn diese zwei Häuser normal waren. Das eine ist ja das Elternhaus von Jan-Philipp Remsma und das andere ist das neue Haus. Könnt ihr vielleicht noch was zum Setting sagen, zur Ausstattung? Weil ich denke, das war ja auch ein wichtiger Teil. Also ich finde es ja gar nicht so prunkvoll oder so, wie man es vielleicht erwarten würde, was vielleicht auch diesem Hamburger Denken, wie man mit sowas umgeht. Ihr habt da mit Sicherheit viel experimentiert. Könnt ihr da einen kleinen Einblick geben? Als wir das erste Mal in einem Haus waren, in dem die Entführung stattgefunden hat, war unser Gefühl, das ist sehr zurückgenommen, kein besonders großes Haus, längst nicht die prunkvollste Villa in dieser ansonsten wirklich sehr guten Wohngegend. Und das fand ich dann auch für den Film wichtig zu bewahren. Das ist ein sehr dezenter Umgang mit dem Reichtum. Und ich finde es auch ein Unterschied, ob sich jemand ein zweites Haus baut, um seine Porsche-Sammlung auszustellen oder Platz für seine Bücher zu haben. Es ist einfach für mich interessanter, dass da jemand ein Haus baut für Bücher. Und so erschien uns das immer. Und deswegen, obwohl das nicht das Originalhaus ist im Film, sondern ein anderes Haus, haben wir versucht, es so nachzuempfinden. Natürlich ist es ein unvorstellbarer Reichtum für uns alle, so wie wir hier sitzen, denke ich. Aber ich finde die eine Szene im Film schon treffend, wie Johann sagt, 20 Millionen, haben wir denn so viel? Und sie sagt ja, und das ist es. Also da wird dann nicht mehr weiter groß geredet. Und ich glaube auch, dass ihm das nicht bewusst war zu dem Zeitpunkt, dass es so viel Geld ist, dass es sich lohnen würde, dafür seinen Vater zu entführen. Wir haben es jetzt so weit recherchiert, warum Jan-Philipp Remsma, haben Sie das gefragt vorhin? Es gibt ganz, ganz wenig Fotos von ihm. Damals gab es ganz wenig Fotos von ihm und von ihr auch extrem wenig. Aber er hat damals ungefähr um diese Zeit ein Spiegel-Interview gegeben wegen des Instituts für Sozialforschung. Und da ist ein Foto drin und der Spiegel in einer ziemlich unverblümten Sprache. Ich weiß nicht, ob das immer so war beim Spiegel, so der schwerreiche Millionär Remsma als Wohltäter. Das ist ein bisschen prall und das ist bestimmt nicht so, wie er es wollte. Aber so ungefähr wird das funktioniert haben. Ich glaube, sie haben ihn ein Jahr lang beobachtet und sie haben gemerkt, dass das Open House ist, dass es einfach ist. Es gab überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen. Das hat er abgelehnt für sich. Und Heinz Drach, das wissen Sie vielleicht aus der Presse, dass Thomas Drach, das ist ein Gewohnheitsverbrecher. Also der ist einfach vom Beruf Verbrecher und der hat das einkalkuliert, dass sie gefasst werden und dachte, da bleibt noch genug Geld übrig. Das war genau die Kalkulation. Ist er aufgegangen, genauso. Ja. Wissen Sie, wie er gefasst wurde?
die ESPO war beteiligt, also das und die Interpol natürlich auch. Die wussten aus dem Milieu raus, mit dem er in Deutschland zu tun hatte, um sein Geld zu waschen. Er musste das Geld nach und nach auch austauschen, dass er in Argentinien ist. Der war auf dem Rolling Stones Konzert und ist in Buenos Aires verhaftet worden. Richtig dummer Typ. Funktionierte aber so, dass sie das Telefon eines Freundes abgehört haben. Und da hat er gesagt, er geht nächste Woche zum Auftritt der größten Rock'n'Roll-Band der Welt. Und dann konnten die sich irgendwie das erschließen, dass es die Stones sein müssten. Und dann war er zur Zeit der Dreharbeiten oder kurz vor Drehbeginn in unmittelbarer Nähe, ne? Das hat uns immer verfolgt, weil er hatte, glaube ich, in den Niederlanden bei IKEA Geldtransporter aufgebrochen. Und als wir in der Vorbereitung waren, war das die Schlagzeile in der Hamburger Abendzeitung, dass Thomas Strach gefasst wurde. Und als wir dann in Köln waren und einen Teil der Szene dort gedreht haben, wurde er per Hubschrauber von Niederlanden nach Köln-Ossendorf überstellt und war wieder präsent bei uns. Ja, sehr merkwürdig. Gibt es weitere Fragen noch von Ihrer Seite? Ansonsten habe ich eine traditionelle Abschlussfrage, denn diese Reihe trägt eine Frage im Titel. Nämlich, was tut sich im deutschen Film? Jetzt seid ihr beide nun wirklich schon seit langem dabei, habt viele Erfolge auch gefeiert mit ganz tollen und sehr unterschiedlichen Filmen, sage ich jetzt mal. So, wie würdet ihr das jetzt beschreiben, Stand heute, Jahr 2022? Ich will mal, sonst frage ich immer noch so ein bisschen nach Details, aber ich will sie heute mal ergebnisoffen fragen. Was tut sich im deutschen Film? Ja, wir freuen uns, glaube ich, auf das Max-Ophüls-Festival in Saarbrücken, weil man da, wo du ja auch bist, wo man tolle upcoming Talents sehen kann, tolle Filme vom Nachwuchs. Und im Februar, die Berlinale, wann ist sie jetzt? Februar. Im Februar hoffen wir, dass gute Filme auch aus dem deutschsprachigen Raum zu sehen sein werden. Und ich von meiner Seite kann ja nur sagen, da wo ich arbeite in München, da gibt es echtes Talent. Die Sender sollen man nicht so viel Geld für ihren eigenen Quatsch ausgeben, für ihre Selbstverwaltung, für ihr System, sondern die sollen das bitte in die jungen Leute stecken, weil das tut sich im deutschen Film, dass es wirklich richtig gute Leute gibt, die schreiben, inszenieren, drehen können und spielen können. Und bitte, bitte lass dieses öffentlich-rechtliche System nicht im Bach runtergehen durch Vollhonks oder wie nennt man das? Kino, Hans-Christian, du bist Kinoproduzent. Möchtest du dazu was sagen? Ja, meine Antwort fällt ein bisschen pessimistischer aus, obwohl ich eigentlich auch Optimist bin, so von der Grundeinstellung her. Unser Film hatte sehr gute Kritiken und sehr wenige Zuschauer im Kino. Da sind wir im Moment nicht die einzigen. Da gibt es noch ein halbes Dutzend Filme, die so ähnlich gestartet sind jetzt wie wir. Und ich mache mir schon große Sorgen um das Arthouse-Kino. Das betrifft jetzt nicht nur deutsche Filme, aber auch deutsche Filme. Mache mir Sorgen, dass die Sender Kinoproduktionen nicht mehr unterstützen. Kino-Koproduktionen. Und weiß nicht so ganz genau, woher man das Geld nehmen wird in Zukunft für Kinofilme. Und auch nicht so ganz genau, woher man die Motivation nimmt, so lange an einem Film zu arbeiten, wenn man das Gefühl hat, den wird niemand gucken im Kino. Das heißt, du machst jetzt Serie? Ich habe ja schon eine gemacht und fand es eine gute Erfahrung und guck seit 2016, seit ich das gemacht habe, ohnehin immer bei Stoffen, ob das eine Serie sein könnte oder ein Film. Nee, ich habe einfach nur das Gefühl, es wird nochmal schwieriger werden. Also ich kann auch nicht so auf Zuschauer hinarbeiten. Das fällt mir total schwer, dass ich mir so der Gedankengang, was werden denn die Leute sehen wollen? Es gibt im Moment nur ein ganz, ganz tolles Beispiel von einem Film, der richtig gut funktioniert, Fatih Akins Film Rheingold.
Das ist mehr Mainstream und mehr Multiplex-Kino. Das ist auch für ein ganz junges Publikum, für Leute, die, glaube ich, erstmal nicht so sofort Kinogänger sind. Also junges Publikum schon, aber nicht die Leute, die Fatih in seinem Film hatte. Also müsste man mehr in die Tiefe gehend analysieren. Aber jetzt in den letzten Tagen habe ich auch Gespräche geführt mit Leuten, die das Gefühl hatten, das Arthouse-Publikum, auch die jungen Leute kommen nicht mehr so. Die Älteren kommen eh nicht so, weil sie während der Pandemie auch alle angefangen haben, zu Hause zu gucken. Kommen diese Leute wieder und werden die in unsere Filme gehen? Das interessiert mich. Es ist ganz schwer, Gründe zu finden, aber ich kann natürlich die Sorge sofort bestätigen. Ich war letzte Woche in der zweiten Woche in She Said mit 4 Leuten in der Abendvorstellung. Der Film von Maria Schrader über Harvey Weinstein. Und das ist natürlich ein Arthouse-Film, wenn man so will, aber Zirk Weisbrich, sagen wir. Der Editor. Der schön aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Ja, das ist toll, wenn man Hans-Jörg Weisbrich kennt, der da. Wir können nur hoffen, dass die Leute wiederkommen und dass es wieder einen Aufschwung gibt, aber Angst habe ich auch. Also, weil wir jetzt in dem Kino sitzen, muss ich Ihnen auch noch was sagen. Ich finde es ganz toll, dass Sie hier sind natürlich. Und ich finde, das Kino ist ja nicht nur ein Ort, wo wir Geschichten sehen und Schauspieler und tolle Regisseure wie Hans Christian, sondern das ist so ein Ort, wo wir eine bestimmte Form von Kreativität oder Kunst feiern. So wie wir alle gerne ins Museum gehen, in die Schirn oder in das tolle Städel und schauen uns da Sachen an. So ist das Kino ein Ort, wo wir eine besondere Form von Kreativität besonders gut erleben können, zusammen mit anderen und wo wir auch konzentrierter sind. Wenn ich mich selbst beobachte zu Hause, schaue ich die Sachen mit einer anderen Aufmerksamkeitsspanne. Die ist so 15 bis 20 Minuten und dann halte ich es mal an und dann hole ich mir was zu trinken. Und dass man das so durchzieht in einem, das ist nur im Kino so. Das ist auch einer der Gründe, warum es nicht immer so gut besucht ist. Ne? Weil die Leute wollen diese kurze Aufmerksamkeitsspanne. Aber das gibt es hier nicht. Also ich finde das super spannend, mit euch darüber zu reden. Also ich könnte noch lange zuhören, aber sage an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank. Bevor ihr euren Applaus kriegt, mache ich aber noch ein bisschen Werbung für genau diese Art Gespräche, denn da steht einiges bevor in der nächsten Zeit. Am 14. Januar kommt Peter Kurt, der großartige Schauspieler, hierher und wir widmen ihm einen Abend und werden eine Stunde mit ihm über sein Schaffen reden. Einen Tag später, 15. Januar, geht's mit Was tut sich im deutschen Film weiter. Dann kommt Kilian Riedhoff mit seinem Film Meinen Hass bekommt ihr nicht über den Bataclan-Anschlag in Paris. Auch das ist sehr, sehr interessant, gerade auch, weil es in dem Fall eine deutsch-französische Koproduktion logischerweise ist, ob sich da was verändert hat vielleicht im Schaffen, ob das vielleicht auch ein Weg ist, Kino weiter in dieser Form zu machen, das wird interessant. Und im Februar kommt dann zuerst Andrew Bird mit Rheingold, das ist der Editor von Fatih Akin, und im März haben wir dann eine Carte Blanche, da kommt Fatih dann auch noch selber. Also einige tolle Sachen vor uns. Ich sag an dieser Stelle aber, haben Sie eine schöne Weihnachtszeit, kommen Sie gut ins neue Jahr und schauen Sie ganz oft hier ins Kino. Schönen Abend und großen Applaus. Hans-Christian Schmidt, danke Ihnen. Michael Gutmann, danke. Danke fürs Kommen. Ulrich Sonnenschein, danke Ihnen allen und bis bald.